Der Winter hat so seine Tücken. 2006 musste der ADAC-Pannendienst fast 4 Millionen Mal ausrücken, meistens aufgrund leerer oder defekter Batterien. 1954, im Gründungsjahr der ADAC-Straßenwacht, waren die Helfer noch auf Motorrädern mit speziell ausgerüsteten Beiwagen unterwegs, und das bei Wind und Wetter. In den 70er Jahren kamen dann die gelben Käfer, die Hilfe brachten. Aufgrund ihrer Farbe erhielt die Straßenwacht bald die ehrenvolle Bezeichnung Gelbe Engel, die ihnen bis heute geblieben ist. Von 30.000 Einsätzen im Gründerjahr sind die Zahlen kontinuierlich gestiegen auf rund 2,5 Millionen Einsätze der Straßenwacht und 1,3 Millionen der Straßendienste. Tag und Nacht sind über 1.700 Helfer unterwegs. Ein einziger Anruf genügt. 0182, 6x die 2 und die gelben Engel sind unterwegs. In einer der 5 Notrufzentralen wird von geübten Mitarbeitern die genaue Pannenursache abgefragt, um dem Straßenwachtfahrer vorab detaillierte Informationen zu geben. Bundesweit sind das bis zu 11.000 Einsätze pro Tag. Per GPS sind die Pannenhilfszentralen stets über den genauen Standort aller Straßenwachtfahrzeuge informiert und rufen den örtlich nächsten Helfer ab. Für den hilfesuchenden Fahrer also ganz einfach. Sie wählen die Nummer 0182, 6x die 2. Dann kommen Sie in einer der 5 Pannenhilfezentralen heraus. Die Panne wird dort aufgenommen, es wird lokalisiert, der Standort, es werden alle notwendigen Daten aufgenommen. Es wird abgefragt beispielsweise die Telefonnummer, der Schaden. Und dann entscheiden wir in der Pannenhilfezentrale, welchen Helfer wir zu Ihnen schicken. Ob das jetzt ein eigener Mitarbeiter ist oder beispielsweise nach einem Unfall direkt ein Abschleppunternehmen. Also es kommt auf den Schaden drauf an. Ist irgendwas auffällig gewesen? Haben Sie vielleicht das Licht brennen lassen? In den kalten Wintermonaten ein tägliches Problem, die Autobatterie. Für die Straßenwachtfahrer, die alle speziell ausgebildete Kfz-Mechaniker sind, ist das schon Routine. Etwa 280 Kilogramm an Geräten und Hilfsmitteln, darunter mindestens 300 Werkzeuge, führt der Pannenhelfer mit sich. Die stolze Bilanz: in 84% aller Fälle können die Fahrzeuge anschließend wieder weiterfahren. Die häufigsten Pannen sind leere Batterien und gefolgt von Türschlössern, die eingefroren sind, eingefrorene Türen, Scheibenwischer, Waschanlagen, die nicht funktionieren, bis zu Fahrzeugen, die man aus der Parklücke bergen muss, weil sie eingeschneit und eingefroren sind. Damit es nicht zu Schwierigkeiten im Winter kommt, kann der Autofahrer selbst schon vorbeugen. Also frühzeitig, erst vor dem Winter eigentlich schon reagieren. Es geht mit den Reifenwechseln los, auf Winterreifen umrüsten und dann die ganzen Flüssigkeiten kontrollieren, dass genügend Frostschutz drin ist, sei es Scheibenfrostschutz, Kühlerfrostschutz, die Türen einschmieren mit den Mitteln, die man halt so bekommt, und dann funktioniert das. Dann kommt man eigentlich halt gut durch den Winter. Bei modernen Fahrzeugen ist ein großes Maß an Elektronik im Einsatz. Hier sind Fehler nicht ohne weiteres ersichtlich. Daher verfügen diese Fahrzeuge über eine sogenannte Diagnoseschnittstelle. Mithilfe der speziellen Software, die alle gängigen Fahrzeugdaten enthält, kann der Straßenwachtfahrer vor Ort Fehlercodes abfragen und so fast immer helfen.